Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Ja, der kleine Drake muss sich mal Rough Iron herstellen. Machen wir mal wieder über den Weg hier. Ich hoffe, dass ich auch genügend Material dafür da habe. Das sind eigentlich 63, das sind 7. Dann müssen wir erstmal die machen, dass ich die dann durch den Ofen hau und da draus Rough Iron mache. Ich brauche mindestens ein Ingot. Es wird gerade dunkel. Gut. So, was man auch gerade gesehen hat, ich hatte gerade ein bisschen Spaß. Ich habe nämlich gerade Salz noch abgebaut. Wird nämlich jetzt dann wichtig sein, um die nächsten Sachen fertig zu kriegen. So, du kommst daher. So, aber als allererstes müssen wir jetzt Rough Iron herstellen. Wie gesagt, ich brauche drei Casings. Eigentlich bräuchte ich vier. Ich hoffe, dass mir das Stahl reicht. Ich habe wieder keine Zeit gehabt, Stahl nachzuproduzieren, weil ich, ja, zu viel Arbeit. Einfach schon fast wie ein Arbeitsalltag hier. So, dann brauche ich jetzt hier mal schnell zwei Eimer. So, und dann wurde mir natürlich noch ein kleiner Trick verraten, den ich natürlich euch gerne auch mitteile. Und das habe ich gar nicht gedacht. Und zwar Tetrahydrit. Mittlerweile gefunden. Das ist dieses lustige Zeug hier. Aber wir schauen mal schnell ins Erz rein. So. Und Tetrahydrit besteht aus Tetrahydrit, Tetrahydrit, Kupfer und Stibnit. Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Wir haben ja dieses Teil hier, den Orefinder. Und der Orefinder findet ja Erze. Also geht man hin. Nimmt sich Kupfer, schmeißt es in sein Ohr, fein da rein und geht nach ganz oben, weil man weiß ja, ganz oben 60 Blöcke runter kann das Ding scannen. Ob er nach oben scannen kann, habe ich noch nicht ausprobiert, aber dann läuft man. Dann läuft man und läuft und läuft und läuft und dann habe ich irgendwann Tetrahydrit gefunden. Und es wird hoffentlich auch ausreichen für die ganzen Sachen, die wir jetzt brauchen. So, also als erstes hier. Ich nehme hier als erstes mal das Lied. Und ein Süppchen. So, das ist Blei. Ich weiß noch nicht, ob ich 32 Stück rauskriege. Ich habe es immer wieder mal im Nether, wenn gefunden. Normalerweise. Ja, da ist nämlich nur mal wegen was drin. Normalerweise bin ich der Meinung, müsste man in Twilight gehen und sich da ein paar Erze rausholen. Aber dafür brauche ich jetzt erstmal die anderen zwei Maschinen. So. Des Weiteren. Ja, Blei läuft durch. Das ist gut. Also ich werde jetzt. Ja, warte, habe ich gerade nochmal Blei gesehen? Ja. Ja, eigentlich bräuchte ich auch noch einen Ohrwascher. Das sind jetzt drei, das wären drei, das sind vier, fünf, sechs, sieben, 32. Was? Neun. Neun plus drei ist sieben. Drag, geh mal nochmal in die Sonderschule. So. Der hat doch jetzt gerade was durchgehauen. Will das nicht rausrücken? Oder? Ach nee, der hat noch vorher was anderes drin gehabt. Okay, das heißt, ich habe viel zu wenig Blei. Also 9, 11 und die 3 wären wir bei 14.
ist viel zu wenig. Also ich müsste jetzt noch gucken, wo habe ich jetzt noch eine Chance, Blei rauszukriegen. Ja, in der Zentrifuge. Ah, also Orange, Red, Lead Dust, Silver Dust. Beides im Twilight Thorium. Uranium, Plutonium, Gesundheit, Battery Alloy, genau das Zeug brauche ich. Bitblende, Potin, Abit. Muss momentan ein wenig aufpassen, dadurch, dass ich die Decke noch offen habe, kann es passieren, dass ab und zu was hier reinhüpft. Machen wir mal hier dicht, dass hier nichts mehr reinhüpft. Hat man nämlich auch immer Spaß in der Base. So, wie schaut's eigentlich aus? Du bist da, du bist schon wieder beim Laden. Du bist eigentlich schon wieder fast platt. Dann hätte ich mal gesagt, reparieren wir den noch. Bist jetzt bei. Tja, das heißt, nächstes Level gibt es wieder Modifier. Sehr schön. So, genau. Also wir waren jetzt bei Lead. Wo ich das Zeug noch herbekomme. Also Zentrifuge ist schon mal raus. Forgehammer. Ohrwascher, Silber. Nein. Packager, Simple, ja, genau. Electrolyzer. Galena, ja nicht. Das war's. Ich habe leider keins. Das heißt also, entweder ich muss im Nether noch richtig viel rumlaufen, bis ich dann das nötige kleine Zeug zusammen habe, oder wir gehen in den Twilight. Aber was haben wir eigentlich vor, ne? Wär nicht schlecht, wenn wir das demnächst mal machen, in den Twilight gehen. So, dann heißt es jetzt für mich, ich muss jetzt davon richtig viel durchjagen. Und eigentlich werde ich in Ohrwascher vermutlich auch dazu brauchen. Ja, dieses Zeug habe ich auch aus dem Nether mitgebracht. Mindsmeet ist auch total super, das Zeug. Weil da kann man daraus guckt, Mindsmeet machen. Und damit kann man einige Rezepte gestalten. Und das Zeug findet man wie Sand am Meer. Da drüben. Vor allem ganz oben. Ich glaube teilweise auch so 60er-Ebene, aber ganz oben vor allem. So, also, jetzt müssen wir mal gucken. Und zwar, wir brauchen, also das ist, was ich jetzt brauche, ist Lithium. Ich vermute, im Ohrwascher auch. Das heißt, also wenn ich jetzt den Ohrwascher auch noch baue, reicht mir mein Stahl definitiv nicht. Weil, um ein Arc Furnace zu bauen, das ist das Wichtigste, plus die Canning Maschine, brauche ich auch für die Batterien. Die zwei sind absolut kein Problem. Da haben wir auch schon alles soweit vorbereitet. Wie gesagt, die zwei habe ich schon da. So. Die
Rough Iron für die nächsten Maschinen auch kein Problem, kriege ich auch zusammen. Das heißt, wir schmeißen dich wieder rein. Einen brauche ich auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass wir die ganzen 7 Stück rauskriegen. Ja, warum sage ich das mit dem Arc Furnace? Genau. Also Rough Iron zu machen im Arc Furnace ist besser. Aber man kann auch noch Unrelated Copper machen. Und Unrelated Copper ist halt auch total genial. Weil mit Unrelated Copper kann man bessere Chips machen. Problem ist nur, der Arc Furnace. Wir machen mal an. Nee. Ja, ich gebe mal Kupfer ein, weil bevor ich das andere 1000 Mal falsch eingib. So, wie kann ich dich eigentlich? Ich kann dich jetzt, soweit ich weiß, nur im Arc Furnace herstellen. Ja, im EBF vielleicht auch noch, aber So, genau. Das ist Kupfer, Kupferdust, das hier. Er braucht aber 3 Ampere. Also das heißt, entweder ich baue jetzt noch eine dritte. Moment mal. Mach mal anders. Ich habe die Steam-Turbine draußen. Die Steam-Turbine bauen wir ab. Ich habe einen Tank oben drüber. Ich habe die Turbine auf der anderen Seite. Das ist Nummer 2. Ja, beziehungsweise, nein, ich habe sogar noch das Methanzeug. Das ist ja auch noch da. Dann wären das sogar 3 Ampere. Das wird jetzt gleich lustig. Okay, also, das heißt jetzt dann. Ich will ja nur ein bisschen was haben. Dann können wir die besseren Chips bauen. Dann haben wir auf jeden Fall auch da mal einen besseren Weg. Ich habe sowieso nur noch 2 Plätze. Okay, also, das heißt jetzt für mich, in die Bending kommen jetzt 2x Rough Iron. Dann haben wir jetzt das auch fertig. So, und dann kommst du da rein. Auch nehme ich davon auch noch mal einen. So, okay. Also, Muss nur mal nach vorne. Das muss ich auf jeden Fall reinräumen. Und ich glaube, als nächstes muss ich mal ein Eisen-Upgrade bauen für die Kiste da vorne. Das Schöne wird noch, ich muss noch Mika suchen, weil das wird jetzt dann das nächste sein, was wir brauchen. Für ein EBF, der ist zwar jetzt noch nicht kurz vor der Tür, aber schon in der Nähe. So, also, dann heißt es jetzt. Komm, egal. Brauche jetzt auf jeden Fall schon mal da 4. Meist nicht da rein. Danke. Mal 3 Platten mit.
So, dann heißt es jetzt als allererstes, wir brauchen den Arc Furnace. Dafür brauche ich zu, nein, wir brauchen als erstes den Decanning Machine. Das heißt, ich brauche jetzt noch drei Glas und zwei Zinnkabel. Ja, die Circuits habe ich auch schon vorbereitet. Muss man. Wichtig. So, ich brauche drei Glas, habe ich gesagt. Der Arc braucht kein Glas. Nein. Dann ist jut. So, dann brauche ich eine Pumpe. Brauche ich noch. Also für die Canning Machine brauche ich eine Pumpe und für den Arc Furnace brauche ich nur mein Kabel. Das habe ich auch schon fertig. Das müsste hier drin liegen. Jawohl. Hallo. Und dann heißt es jetzt, genau, Pumpe rausnehmen. Und wir haben unsere Canning Machine. Die hänge ich jetzt erstmal hier hin. So, und dann heißt es jetzt für die Canning Machine, ich brauche jetzt Graphit. Das heißt, du kommst dahin und du kommst dahin. Graphit und Empty Cell. Hä? Graphit und Empty Cell. Was übersehen? Ah, ja, ich habe was übersehen. Strom. Strom sollte man nicht übersehen. Ganz böse Strom zu übersehen. Gut. Dann haben wir jetzt eine Graphitzelle. So, und was braucht. Also, dann haben wir eine Canning Machine weg. So, und jetzt brauchen wir nochmal zwei Circuits. So, okay. Also. Dann heißt es jetzt für mich. Ich brauche jetzt mal einen Wrench, den habe ich da. Der wird jetzt aber gleich kaputt gehen. Haben wir da Uno? So. Nummer 2. Ja, ist gut. Ich weiß. So, du musst sowieso gleich aufhören. Da haben wir die Gasturbine. So, dann heißt es jetzt für mich, du kommst erstmal dahin. Du kommst dahin, du kommst dahin. Du drehst dich um. Und schon ist meine Wrench kaputt. Ist egal. Nämlich der, wo schon ein bisschen mehr verbraucht ist. Gut, dann braucht man einen Wirecutter. Gut, dann heißt es jetzt, du machst
Das da. Da ist eine Biene. Ja, du da rein, du da rein. So, dann haben wir hier ein bisschen Methan. Und du kommst da rein. Ja. Sozusagen, wenn jetzt der durchgelaufen ist. 92 Sekunden. Was mache ich gerade? Bismut. Bist narrisch? Wahnsinn. Okay. Also, wie viel Stahl habe ich jetzt noch? Ich habe jetzt noch 15 Stahl. 16. Muss unbedingt Kohle wiederholen. Ich, ja, ne? So das Problem. So, ich bräuchte jetzt eigentlich, also wir gehen jetzt mal hier hin. Und zwar, wir haben jetzt den die Basic Ore Washing Plant, nein, die Basic Distillery. Ein Arc Furnace haben wir und wir haben die Canning Machine, genau. Den Fluid Solidifier brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Der ist der nächste, was kommt, ne? Da brauche ich nochmal ein Glas, sehr schön. Ich bräuchte eigentlich ein Battery Alloy. Mein Problem ist, dass der eigentlich hier jetzt 32 Stück haben will. Ja, also muss ich Tetrahydrid zentrifugieren. Wäre aber nicht schlecht, wenn ich eigentlich den da vorher baue. Dann kann ich nämlich bis zum nächsten Mal auf jeden Fall da was machen. So, jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Eisen weg, Silber weg. So, das sind welche. So, dann haben wir hier welche. Cassiterit-Sand. Wie viel brauche ich? 3. Dann hätte ich gesagt, jagen wir mal schnell hier. Dafür brauche ich jetzt bestimmt einen Electrolyzer. Den habe ich auch noch nicht, oder? Ich habe noch keinen Electrolyzer, nicht mal geplant. Okay, teuer wäre er nicht. Ich bräuchte 2 Circuits. Okay, das ist momentan halt ein kleines Problem. Wie komme ich an Oxy ran, ohne dass ich den Ding brauche? In der Zentrifuge. Uranit habe ich nicht. Compressed Air wäre möglich. Brown Limonite. 4. Wie viel habe ich? 3. Gut. Dann schmeißt. War jetzt aber in der Zentrifuge oder bin ich jetzt. Ah, und ich brauche 2 leere Zellen. Dann hätte ich mal gesagt, lass laufen. So, was haben wir denn hier noch? Magnetit. Aber Electrolyzer. Der ist ja eigentlich fast noch wichtiger. So, aber ich habe 2 Oxy. Die schmeißen wir jetzt schon mal in den Arc Furnace rein. Und wir fangen an, auch noch unsere
anderen Zellen, also als unsere Zellen anzufangen. Sehr schön. Also, aber wir gehen jetzt hin. Und zwar, ich habe hier Kupfertast. Drück die Daumen. So. Mein Problem ist jetzt eigentlich, dass der da drüben das Problem ist, ich kriege kein Lithium hin. So schnell. Wir machen was anders. Und zwar die Dampfturbine. Ich baue es jetzt draußen ab. Beziehungsweise wir legen uns mal schnell hin. Ich baue jetzt alle meine Turbinen, die wo ich habe. Dann kann ich mir nämlich gleich noch drei Bricks mitnehmen. Guck ich eigentlich meine anderen. Ach, die sind alle da drin. So, dann heißt es du. Weg. Das heißt, ich habe jetzt nochmal 5 Stahl, die wo drauf gehen. Denn wir wollen unseren High Pressure machen. Oh, ich brauche nur 2. So, das heißt, ich brauche jetzt aber nochmal Kabel. Ah, ich hätte eventuell den Steam doch rausnehmen sollen. Ja, wobei, ich habe einen Tank noch vorne. So, also, das heißt, ich mache ich jetzt erstmal hier hin. So, da kommst du. Kannst du den... drehen, danke. Und jetzt halt aufs Kabel drückt, bestimmt. Gut. So, dann heißt es jetzt, ich muss jetzt nach vorne, ich muss ein bisschen Steam holen. Ich hoffe, dass ich die mit den Zellen rauskriege. Ja, ich habe es auf jeden Fall auch mit den Zellen reingekriegt. Muss es gehen. Ja, ist ja gut. Kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr so Kämpfe hattet. Hatte ich nämlich vorhin auch nochmal. Hatte eine Hexe gemeint, sie muss mir wieder Flaschen nach mir schmeißen. Dann kann ich euch nur eins empfehlen. Wenn ihr einen Schlafsack dabei habt, und es wird dunkel, sofort schlafen. Das bringt euch wahnsinnig weiter. So, also. Weil, dann werden ein paar Herzen aufgefüllt. So, wir brauchen... für den High Pressure. Ich brauche den da. Das heißt, ich brauche jetzt einen Furnace. Dafür 8 Stück. Muss ich hoffen, dass der genügend Steam drin hat, um das alles durchlaufen zu lassen. Dann brauchen wir 5 Eisenplatten. Oh oh. Dieses Oh oh kam nicht von irgendwo her. Da mag ich eigentlich den Steam nicht
Ich hätte ja schon mal das Zeug vorbereiten können. Ich knalle, aber ja, ich kenne es ja, ne? Da macht man dies, da macht man das und dann ist ganz schnell die Zeit rum. Ah, sehr schön. Bezweifle jetzt nur, dass dass dieses 2000 Steam da ausreicht. Genau, sehr schön. Also, dann heißt es jetzt für mich, wir parken wieder einen um, weil es geht jetzt schneller als die ganze Zeit irgendwie Steam von A nach B zu transportieren. So. Da kommt die kleine Zelle erstmal rein. Vielleicht reicht die aus. Ah, haben wir jetzt fünf Stück da und einen da. Und dann kommst du. Ups, du kommst weg. Du kommst rein und du kommst rein. Ich brauche noch meine fünf Stahlplatten. So, okay, dann habe ich jetzt auch mein Iron Furnace. So, dann gehen wir hier hin. So, sehr schön, dann haben wir einen High Pressure Boiler. So, mein Problem ist jetzt aber, ich muss auf jeden Fall. Ja, wobei, der braucht nur 30 EU. Der braucht nur 3 Ampere. Halt. Greg, was machst du wieder für einen Käse? Das heißt, wir gehen jetzt mal hin und tun jetzt die Dampfturbine weg. Die Dampfturbine kommt jetzt hier hin. Gedreht und angelötet. So, dann habe ich jetzt ja meine 11 Zellen. Achso. Ja, dann hätte ich gesagt, machen wir mal schnell ein paar Zellen voll. So, und dann heißt es jetzt nämlich, dass du da dran kommst, dass das da reinkommt. Jetzt hätte ich mal gesagt, gehe ich noch ein bisschen Kohle holen. Ich hoffe, dass das ausreicht. So, eigentlich müsste ich noch das Lager machen. Aber vor allem, wir wollen noch Circuits machen. Dass wir dann eventuell das Zeug fertig kriegen für ein Twilight. So, das heißt, ich muss jetzt da mal schnell rüber. Ich muss mal schnell da rein und dich da reinfeuern.
Wir holen uns noch mal Wasser. Sicher ist sicher. Sind jetzt mal schnell 22 Eimer, was da drin sind. So. Erst wenn der anfängt, jetzt Steam zu produzieren, dann können wir mal einen Test machen. So. In meiner Weisheitstabelle. Also er braucht nicht lang, um auch das Produzieren anzufangen. Das ist schon mal das Schöne beim High Pressure. Der High Pressure. Okay, Pollution macht er 10 mehr pro Sekunde. Aber er haut auch, er hat auch eine Kapazität jetzt von, ich glaube 32, genau, 32 Wasser. Ja, man sieht auch, also er verbraucht auch gut Wasser. Also wenn es stimmt, was ich jetzt da aufgeschrieben habe. Ja, wobei 300 pro Sekunde. Ja, es kann schon sein. Wenn er voll temperiert ist, dann kann es schon sein, dass der richtig viel braucht. So, aber wir sehen schon mal, er fängt jetzt schon mal an, vernünftig Dampf aufzubauen. Die Turbine ist schon mal dran. Und ich hole mir jetzt einfach nochmal hier Kupfer Dust. So, wir gucken. Reicht ihm das? Ihm reicht es. So viel braucht er gar nicht. Sagt er und macht gleich Kling. Nein, er hat auf jeden Fall 8 Stück durch. So, wir haben jetzt 8 Unrelated Copper. Wie gesagt, Rough Iron geht jetzt auch so. Das heißt, dasselbe Spiel mit Eisen. Das heißt, die Thematik ist vorbei, dass ich da nochmal raus muss. Ja? Erst gucken, wie ich am Dampf. Und dass der Vorführeffekt kommt, dass es nicht geht, weil ich bin. So, zack. Und wir haben ein Rough Iron Ingot. Ist das nicht schön? Dafür ist er eigentlich da. So. Hervorragend. Und dann kann ich den aber wieder noch 4 Zellen reinschmeißen. So, und wir haben jetzt 16 unrelated Copper Wire. So, dann habe ich noch den da. So, das ist Molten Red Alloy. Du kommst jetzt, ja. Früher stand mal der Assembler da. Merkt man irgendwie. Oder auch nicht. So, dann brauchen wir davon 4. So, das heißt jetzt dann, wir gehen jetzt auf den da. Molten Redstone, Molten Red Alloy. So, das heißt, wir machen jetzt das da und das da kommt aus. Jetzt brauchen wir noch den Circuit Nummer 5. Und das da. Und schon läuft er. Ist das nicht super? So. Mein letztes Red Alloy Ingot. Und nochmal da rein. Wir parken um. So, kriege ich jetzt hier, nein, hier kriege ich nur 6 Stück zusammen. Habe ich noch welche hier rumliegen? Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich brauche noch mal 2.
Ab in die Lathe. Es ist schon wieder dunkel. So. Dann machen wir jetzt aber auch noch gleich die andere Sache, dass wir unsere Coins aufräumen, unsere Rucksäcke mal schnell auf die Seite legen. So. Einfach mal hier die Rucksäcke reinschmeißen. Und denn wir möchten unser Inventar etwas säubern. Und dafür gehen wir jetzt erstmal hier hin. Denn wir haben noch abgeschlossen den Cutting Part. Wir haben abgeschlossen das schöne Cutting Ding und die ganzen Cuttings Vorstufen. Den Extruder haben wir auch. Dann haben wir da oben die Empty Cells. Oh, da kriegen wir Rubber Bars raus. Sehr schön. Das heißt, der Fluid Solidifier ist momentan nicht mal so extrem wichtig, weil wir genügend Rubber haben. Das heißt, ich muss da definitiv auch schauen, dass ich... So, dann haben wir dich noch abgeschlossen. Dass wir genügend Stahl wieder produzieren. Das heißt, ich muss definitiv... How to be? Ah, genau, weil ich ja die Netherbienen abgebaut habe. Bekomme ich auch noch die da. Das ist doch schön. So, dann heißt es jetzt für uns, das da kommt weg, das kommt weg, das kommt alles weg. Dann haben wir noch einen Cheeseburger. Wobei Cheeseburger überhaupt nicht stimmt. Richtig? Richtig. Das ist ein belegtes Brötchen mit Käse. Kein Cheeseburger. Also für uns auf jeden Fall nicht. So, Bees. Wir haben nochmal Comps bekommen. Sehr schön. Das Bee-Haus. Seed Oil. So. Ist weg. So, dann hätte ich jetzt gesagt, wir machen mal das da. Wir haben 16 Zinnkabel rausbekommen. Stringfedern. Und jetzt haben wir noch diese Bitblöcke bekommen von Z-Tones. Jetzt muss ich nur gerade gucken, ist das Argon, das was ich sowieso will? Blau. Ne, das ist lila. Das ist hellblau. So. Set Tones. Add. So, ich möchte, ach so, das war, waren es dann die Mistblöcke. Mist. Genau, das waren die hier. Schauen wir mal. Wir können uns mal schnell die Blöcke angucken. Ja. Muss ich jetzt noch alles anschauen. Dann haben wir Yalt, Ism, Cray, Bit, Fort, Corp, Crypt. Crypt. Okay. Faszinierend. So. Wir haben alles andere auch. So, das heißt jetzt noch, weil das werde ich jetzt nämlich ein bisschen off machen. Also und auch Kohle besorgen, das ist mir auch klar. Ah, halt, das da erst nochmal rein. Hahaha. Ne,
Ich muss noch ganz schnell noch mal nach vorne. Das ist da ist das Mischzeug drin. Auch noch mal 4. Das muss man auch noch machen. Ja, und ich möchte dann sozusagen jetzt für mich dann anfangen, das Lager, das Konzept mal kurz zu erklären. Vor allem ich und kurz, ja, ich weiß. Ihr seid böse. Passen wir zusammen. So, ja, und zwar, was ich jetzt leider absolut nicht im Kopf habe. Mit Project Red Ewigkeiten und 3 Tage nicht mehr gearbeitet. Mit Logistikpipes, das sind schon Jahre nicht mehr gearbeitet. Ich weiß, dass es von External Utilities welche gibt. Ich weiß, dass es von Ender.io welche gibt. Auch nochmal 4. Und ich weiß, dass es von und dass es natürlich noch AI gibt. Wenn ich jetzt natürlich anfange, mir ein Megalager aufzubauen, das wo über 3 Chunks groß ist, wo ich immer sage, okay, alles, was ich mehr als ein Stack habe, wird automatisch ins Lager geräumt. Also von mir automatisch ins Lager geräumt. Nicht vom System. Soweit sind wir noch nicht. Ich weiß es halt nicht, dadurch, dass die Drawer, also der Drawer-Controller ist ja, soweit ich weiß, ziemlich kastriert worden. Ich habe schon gesagt, es ist. Der ist zwar MV. Ich weiß es jetzt nur nicht. Es steht leider nicht da. Und ein Rezept und eine Quest dafür gibt es, wie es aussieht, nicht. Aber der kann jetzt halt nur noch wenige Blöcke. Controller Slave, weiß ich nicht, ob der den erweitert. Muss ich auch noch mal testen. Weil mein Problem ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Wand aufbaue. Sekunde. Können wir noch den da schnell durchjagen. So, ist das nicht super? Jetzt haben wir. Zack, fertig. 24 von diesen Super Vakuum Tubes. Und für die Resistoren mit Kleber und selbes Spiel machen wir jetzt auch 8. Toll. So, lasset mich schnell mal ins Lager laufen, weil hier kommen wir ja sozusagen an. Ich muss jetzt nur Sekunde. Ich weiß. Aber ich muss mein Arc Furnace laufen lassen. Wenn schon genügend Dampf drin ist. Sonst muss ich ihn ausmachen. So, also das ist ja der Haupteingang. Mein Problem ist ja sozusagen, ich möchte das hier über die Catwalks machen. Also das heißt, ich habe jetzt dann 2 Reihen. Machen wir das mal einfach schnell mit dem Kabel hier. Ja, ich habe jetzt hier 2 Reihen. Da kommt der Drawer, Kiste, whatever hin. Haben wir hier. Und hier ist dann der Platz, um den Anschluss zu machen. Wenn ich das natürlich dann alles mit Controllern vollklatschen muss, von AE. Hurra die Waldfee, sage ich da nur. Oft, dass er.
Ja, er ist durchgelaufen. Er hat zwar einmal gemault, aber er ist durchgelaufen. Ja, sehr schön. So. Und das gleich durch die Weimel. Gut. So, also. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es halt von Ender.io oder von den anderen Mods halt eine Möglichkeit gibt, mehrere. Also die, wo ich halt angeschlossen habe. Dass ich da drauf zugreife und dann ist das im AI-System. Hat man ja früher mit dem Drawer-Controller gemacht. Drawer-Controller hin, Storage-Upgrade drauf und zack, war alles im System. Wenn ich jetzt natürlich jetzt hingehen muss und sagen, okay, ich brauche jetzt für den Drawer-Controller, brauche ich jetzt Ewigkeiten und 3 Tage. Ich bin gerade noch beim Gucken. Storage Drawer, da sind sie. Ich muss mal schnell die Config aufmachen. So, Wo steht's? Controller, genau. Der hat eine Range von 4. Das heißt also, Controller 1. Ja, Range von 4. Das ist dann so. Muss ich auch testen, weil ich habe immer früher gedacht, Rain, na doch, wobei 4. So, das steht jetzt dann heißen. Das würde jetzt heißen, könnte den Controller 8 Blöcke machen. Also das ist ein Bereich für einen Drawer Controller. So müsste ich dann auch alles planen und da dann meinen Story, also mein Ding hinmachen. Muss aber trotzdem auch Platz lassen, dass, falls es nicht klappen sollte, dass ich immer noch mit Pipes rankomme. Ja? Also das werde ich auf jeden Fall mal testen jetzt demnächst, bis zum nächsten Mal. Und dann werde ich werden mir das Konzept aufbauen. Aber wie gesagt, weil wenn ich jetzt halt so denke, das heißt, ich habe jetzt dann hier einen Zweierweg. Mein Problem ist ja auch, ich kriege ja dann nicht jeden, also das heißt, ich habe jetzt hier meinen Controller, der Controller ist jetzt da mittendrin. Ich kann ja nicht jedes Mal einen Controller, also mir ist ein Slave Controller oder wie heißt das Ding? Ja. Ein Slave noch nach oben bauen, damit ich sehe, was drin ist, beziehungsweise was ich reinkriege. Ja, ich kann es mit Chests halt machen. Aber genau, das ist halt jetzt das, was ich jetzt dann als nächstes mir austüfteln muss. Wie gesagt, wenn es jetzt in jede Richtung mit 4 funktioniert, dann heißt es für mich, wir müssen, also entweder muss ich mit sehr viel Drawn arbeiten, also mit Draw Controller, oder wenn ihr natürlich eine Idee habt und sagt, ey, das beste System ist das und das, aber in die Kommentare damit, dann kann ich mich mal damit dann komplett auseinandersetzen. So, es ist wieder dunkel. Das heißt, mein Männchen macht jetzt ein Nickerchen und ich bin mit der Folge mal durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. We'll be right back.